open it because otherwise we get complaints. if we close it, complaints. Opening, complaints. Allah protects you, inshallah. And keeps you on the straight path, inshallah. And we're asking medit, inshallah. We're asking the support from our master. Permission to say a little bit, few words, inshallah. Only by his permission is possible, otherwise it's not possible. I'm also ashamed to speak actually in front of you, but because there's, mashallah, many learned knowledgeable people here, mashallah, we are honored and we are asking forgiveness, but Atariqa Sokba wa Khairu fi Jamia. One has to speak, doesn't matter. It is the Sokba of our Sheikh, actually. That is what we are asking. And that is all of you asking. And everyone asking this, to be with the Sheikh. And we are hoping, even we are not knowing anything anyway, and also our adab is alil kalil, very little adab we have. And but we know and we hope that our Shaykh is great. He has greatness from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and from Allah Almighty. And we know, or we believe, we heard and we believe, Sami'na wa ata'na, Ghufranaka Rabbana wa ilayka al-masir. We are believing that he knows this meeting. And he is in that meeting. And Rasulullah in that meeting, inshallah. And therefore, doesn't matter actually who is speaking, we have no chance to say that we speak or that we do something. Only chance that we listen to Maulana, inshallah. Assalamu alaikum, alle Deutschen. Achso, ihr seid ja alle fast Deutsch. Holländer, hören jetzt mal weg. Bist du Deutscher? Nein, Türke. Türke. Gott sei Dank. Aber bewahr dich. Hey. Wir bitten Maulana um Unterstützung für eine kleine Sohbat, inshallah, mit ihm Sohbat zu machen. Weil es heißt, Atariqa Sohbat wa Khairu fi Jamia. O Muslime, Kunu ma sadikin, seid mit den Wahrhaftigen. Das ist ein Befehl. Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, das ist im Heiligen Koran. Seid mit den Wahrhaftigen. Was heißt das? Ihr sollt mit denen sein. Euer Herz soll sein mit den Wahrhaftigen.
Nicht mit den Unwahrhaftigen, mit den Lügnern, mit den Heuchlern, mit den Kafirun, mit irgendwem, nein, mit den Wahrhaftigen. Steht auch nicht drin, sei mit den Muslimen, sei mit den Mu'min, sei, nein, mit den Wahrhaftigen, Sadiqin. Wer sind die denn? Wer hat denn die Stufe von Sadiq? Ja'far al-Sadiq. Maulana hat die Stufe von Ja'far al-Sadiq. Weil er ist in der gleichen Kette. Das Geheimnis, was Ja'far al-Sadiq hatte, hat Maulana geerbt. Als 40. Scheich in dieser Kette. Sei mit ihm. Sei mit ihm. Wir bitten daher um seine Unterstützung. In dem Wissen, dass wir nichts wissen und nicht nur nichts wissen, sondern auch keinen Adab haben und eigentlich gar nicht reden dürften. Hier schon gar nicht vor Ulema. Hier sind einige heute, mashallah, so viele eigentlich wissende Leute und reine Brüder und Schwestern, mashallah. Muss ich mich schämen, aber bei mir ist eh schon egal. Na, Maulana macht, was er will. Und der setzt einen Papagei dahin, der macht den Mund auf. Und Maulana, inshallah, schickt uns was. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ja. Wir wollen mit ihm sein, mit den Sadiqin willst du sein. Und das ist ein heiliges Suchbar sozusagen, eine heilige Zusammenkunft. Eine Zusammenkunft für Allah subhanahu wa ta'ala. Für die Zufriedenheit subhanahu wa ta'ala und für deine Zufriedenheit. Und möge unser Herz aufgehen, inshallah. Und möge die Einsicht sich verstärken. Und möge Allah uns schützen auf seinem Weg und uns auf dem geraden Weg lassen, inshallah. And we are saying this association is holy, holy one, inshallah, must be. And it is guided by the friend of God, inshallah, with the awliya kiram. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he's with us. He's with his ummah, never left his ummah. He's not leaving his ummah, not in the beginning and not in the end. No, he's with us and he knows everything, every detail. What is happening now, he knows. And he proved it, of course, because he is his son. And he has every proof for every step, for every word, for every action, for every meaning. He has a proof. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If you have open eyes, open ears, and an open heart. If you are kafir, to put a blanket over this truth, may Allah open it. It's better. It's better. As he likes. He's in his wisdom, he created some people open, some people closed. And he knows the situation in which we are. His companions, they declared that, and they witnessed in their time, Prophet Allah was saying many things which were happening in the future. He made prophecy, and it came true. And they said, he knows everything, he said, and he said everything also. They said he was mentioning every Flügelschlag vom Vogel. Sag mal, Abdul Karim, ein Flügelschlag. Jeden Flügelschlag von jedem Vogel. The beating of the wings. The beating of the wings from a bird, any bird, he was mentioning. Yeah. Every bird in the sky, his wing, which one he knows, he said it. You have to believe. You have to open. If the Holy Quran has every verse
24,000 meanings in the beginning, the lowest level of a saint to understand from any verse from the Holy Quran, 24,000 meanings, and you can imagine. From there it starts, and it's going on. What is your knowledge? And Prophet knows, and he's with us. What do you have to do? You want to have that knowledge? You cannot. No. What you can? You can surrender. You can surrender. You have to surrender. You have to die, actually. To be nothing in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nothing in front of your sheikh. Your sheikh is also before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Your master. You have to die. You have to surrender. Then they give you what they give you. What is written for you. Inshallah. Knowledge is not, it's not about knowledge. Prophet didn't say, my Lord gave me so much knowledge. No, he said, adab, adabani Rabbi. He was teaching me what? Adab. He was teaching me the right attitude. He was teaching me the right behavior. This was his thing, not knowledge. He said, أعوذ بالله من العلم لا ينفع. I'm taking refuge from a knowledge which is not useful for me. He was very careful about knowledge, sallallahu alaihi wasallam. But he said, my Lord, he educated me in adab, in good adab. The adab. Adab towards whom? Towards his Lord. Allah subhanahu wa ta'ala hat Rasulullah gelehrt und er hat nicht gesagt, Allah hat mich mit dem höchsten Wissen ausgestattet sozusagen, obwohl er das hat. Er hat es nicht erwähnt, das Wissen, sondern er hat gesagt, mein Herr hat mich Adab gelehrt, das beste Adab, das beste Adab, das höchste Adab. Und Allah hat gesagt, zuerst, wir haben dich erschaffen vom höchsten, allerhöchsten Charakter, allerreinsten Azim. Höchst, da gibt es gar kein Wort im Westen dafür, für Azim. Gibt es kein Wort. Gibt es sowieso kein kaum Wort im Westen. Für das, was, für die Wahrheiten, gibt es kaum Worte. Im Arabischen gibt es Worte, weil es die Sprache des Paradieses. Die Ursprache. Da gibt es Azim. Hat einen Charakter, einen Azim-Charakter, einen großartigen Charakter, einen perfekten Charakter. Der menschliche Charakter, perfekt. Insan Kamil, perfekter Mensch. Und er hat gesagt, er hat mich erzogen. Er hat zu einem reinen Adab, zu einem besten Adab, zu einer guten Haltung, zu einem guten Benehmen. Adab ist das Benehmen, ein Benehmen, eine Haltung. Nicht Wissen. Wissen ist gefährlich. Rasulullah sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Sünder ist besser als jemand, der gute Taten tut und Wissen anhäuft, und stolz darauf ist. Der Sünder ist besser als der. MashaAllah. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeiht. Weil er ihm verzeiht. Er übt Verzeihung. Er liebt die Verzeihung, Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat uns schwach erschaffen, Allah. Ganz schwach. Damit wir um Verzeihung bitten. Das ist die Weisheit. Damit wir zu ihm hingehen, in Liebe und in Demut und in Hingabe zu ihm hingehen. Deswegen hat er uns schwach erschaffen, dass wir Fehler machen, ständig Fehler. Wenn es eine Schöpfung gäbe
von Menschen, die keine Fehler machen würden, dann würde ich sie wegtun, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Tun sie weg und tun eine neue Schöpfung, die Fehler macht. Fehler machen ist okay. Fehler. Mach Fehler, sei mutig. Sieger, steh auf. Wenn du hinfällst, steh auf. Wenn du hinfällst. If you fall down from a mistake, get up. Never you must lose hope. Allah is saying, if there would people would be people without the, no mistake, they make, don't make mistakes, I would wipe them away from my creation. And I put some people who make mistakes. Yes. You are weak. You are created like that. And it's okay. You make mistake and you say astaghfirullah. Because Allah loves His servant to say astaghfirullah, to come to Allah, to look for Him. Yeah. To look for Him. If you don't make mistake, you are not looking for Him. You are very happy. And the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, that a sinner is better than someone who thinks he knows something or he did good deeds and he's proud about that deed. Sinner is better. Sinning is better than good deed is proud. Prophet said, sallallahu alaihi wasallam. Very important. When we do a good deed, we are so proud. Even it's not from us. If you are sleeping and not watching your ego, then you make a good deed. And then after that you say, oh, I did it. That was really me. No. What you did is that stinking heap of, how you say, Misthaufen. Compost. What? How you say? Compost. Compost? That is you. And if you do something good, say Alhamdulillah. It's all said. You have to read. You have to look. You have to feel. You have to be heard. You have to have an open heart. Otherwise you cannot do anything. Open heart means that you must be conscious. That Allah is now. Not tomorrow, not yesterday. He is now. And He is in everyone and everywhere. What do you want? What is your aims? What is your career? Which career you want to do in your life? Which one? What do you want? Do you want to be rich? Do you want to have fun? Do you want to be a doctor? Do you want to be seen? Do you want to be famous? Okay, you are Sufi, you don't want all this. No. But I want to be Sufi. Now I change. I want to be a Sufi. Or a learned one. I came back to my religion because world, no. No, I'm knowing something. You take these bad characteristics into your new job. To be a religious one, which is worse than the one who puts a gold chain around his neck. He has a gold chain and a Cadillac. Cadillac? Mercedes. Which one? Big one. He likes it. Okay. Alhamdulillah, Allah is great, He gives. But in religion, this is very ugly. If there is pride and secret desiring in religion, it's ugly, getting ugly, more ugly. Everyone who is busy with religion, and he thinks he is busy with religion, he must know this, he must be careful. To be pious, or to be this or that, I want this, I want that, I want to be very holy one, I want to be very near one, very intimate one, very spiritual one. I want, what do you want? Who are you?
You want something? No, no, never said that. No, no. He never said that. He's not saying. Not for himself, not for others. He says, be nothing. Be nothing. May Allah protect us from fright. It's very dangerous. And pride is difficult to see. You can see a black ant on a black stone in a black night more easy than your own pride. To being proud is very difficult. It's running in the veins. It's very near. You cannot see it. You are moving in it. And it's moving in you. And you don't see it. How you want to see it? Without a master, you can't see it, O Muslim. If you have no master, no murshid, not someone who have that consciousness to give you some of that consciousness, you cannot see it. No. Keine Möglichkeit, den eigenen Stolz zu sehen. Du kannst eher eine Ameise, eine schwarze Ameise auf einem schwarzen Stein in einer schwarzen Nacht, sagt Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, erkennen als deinen eigenen Stolz. Dein eigener Stolz, der in deinen Adern fließt, der näher, so nah ist, du kannst ihn nicht sehen. Du bist in ihm und er ist in dir. Keine Möglichkeit. Oder er zeigt es dir. Der Scheich, dein Freund, der Freund Allahs, dein Führer, der zeigt dir das. Der zeigt dir, wie stolz du bist. Er zeigt es dir. Der zeigt es dir. Der lehrt dich. Der lehrt dich. Wir werden auch gelehrt. Wir werden auch gelehrt, ja, vom Scheich. Ja, der lehrt uns auch Adab. Er versucht da jedenfalls. Der arme Scheich. Ja, der versucht uns Adab zu lernen. Und du fällst so lange auf die Nase, immer wieder, bis du eine Handlung ohne Stolz tust. Wenn in deiner Handlung der Stolz wieder reinkommt, naja, jetzt bin ich wieder gut. Allah hat mir verziehen. Jetzt gehöre ich wieder zu den Guten. Und na Bruder, bist du auch gut? Naja, nicht ganz so gut. Ich. Möge Allah dich führen. Ich mach Dua für dich. Nee. Geht nicht. Geht nicht. Wir sind alle gleich. Wie ein Kamm. Wie die Zähne eines Kamms. Hat Prophet gesagt, niemand ist. Ja. Rasul hat keine Unterschiede gemacht, außer an einem Punkt. An einem Punkt hat er Unterschiede gemacht. Und das ist Taqwa. Taqwa? Taqwa, Gottesfurcht. Da gibt es Unterschiede, sonst nicht. Was heißt Gottesfurcht? Bewusstsein, würden wir heute modernerweise sagen. Einheitsbewusstsein. Da gibt es einen Unterschied. Sonst nicht. Also sind wir gleich. There is only one, there is no difference between us, between brothers and sisters. Between Muslims, yes, and it is very dangerous to say, I am better. This is the worst thing. One Holy One, he said, if you feel better than any creature on this whole creation, yeah? You feel better than a microbe, molecule. No. You feel better? You didn't smell the smell of truth yet.
to which thing this is leading us. Because you are saying, I am better. Even Allah forgive me, I make lots of mistakes, I'm admitting we are. Now Allah forgive me and I feel happy, He is happy. And as soon as you are happy, you are. Yes, you are a good one. You belong now, today, I belong to the good ones. And I always want to be the good one. Okay. Then you look to your brothers and sisters and say, this one, hello, salam alaikum. Oh, he's not so. How are you? I am alhamdulillah struggling. I pray for you. You pray for him? Yes, because you are much more advanced, much more high, much better than your brother. You feel better. Dangerous. If you feel better than anyone, you didn't smell any truth, he said. This saint. Be careful. We have to be careful. And you will fall down from your mistake, from making mistakes, you fall down. As long as you do a good deed with any, if it has a gram or less than a gram, very, very little part of pride in it, you will fall down. You must fall down. You have to sin. You must sin. Until you make one deed and you are not proud of it. Best is you don't know it. Yes. If you don't know yourself, it's the best. If you are losing yourself, very good. How you come to me, Ya Bayazid? He said to him, leave your ego and come. How I come to you? Leave your ego and come. Oh my Lord, I want not to want anything. Oh, Bayazid, this is also a wanting. You still want something. Yes, like this. Sagt Bayazid zu Allah subhanahu wa ta'ala, oh Herr, ich will, dass ich nichts will. Sagt, das ist auch noch ein Wollen. Lass das auch. Lass dein Ego und komm. Lass dein Ego und komm. Deswegen, wie machst du das? Du musst einen Murshid haben. Einen geistigen Meister. Oh Muslime, ihr kennt alle die Geschichte. Ihr studiert und ich weiß nicht was. Geht zurück in die erste Klasse und nehmt die erste Lesson, die ihr vergessen habt. Wo der Gabriel runterkam vom Himmel als ein Fremder und in die Versammlung vom Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, und sich vor den Propheten gesetzt hat und gesagt, was ist Islam? Der Prophet hat gesagt, Islam ist die fünf Säulen. Was ist Iman? Iman sind die fünf Glaubenssätze. Glaube an Allah, die Engel und die Propheten und Yawm al-Qiyamah und daran, dass Allah das Gute und das Schlechte erschaffen hat. Was ist Ihsan? Ja, Rasulullah. Ihsan ist etwas zu tun, als wenn du, und du siehst Allah vor dir. Und wenn du ihn nicht siehst, du weißt genau, dass er dich sieht. Dann ist er weggegangen, der Fremde. Jedes Kind kennt diese Geschichte. Sahih. Bukhari. Und er geht weg und dann sagt Sayyidina Omar, der erzählt die Geschichte. Sayyidina Omar selber erzählt die Geschichte. Sayyidina Omar, mashallah, radiallahu anhu, erzählt diese Geschichte, diese Hadith. Und der Prophet fragt ihn, weißt du ja mal, wer das war? Nein, du weißt es besser, Allah und du, ihr wisst, ja, die hatten Adab. Du und Allah, ihr wisst es besser. Ich weiß es nicht. Das war Sayyidina Jibril, um euch eure Religion zu lehren. Um euch eure Dien zu lehren, euren Weg, eure Religion zu lehren.
Ja, wir reden doch immer von Dien und Religion. Alle hier wegen dem Dien, wegen der Religion, wegen dem Weg. Ja, ich bin Moslem. Wie? Das reicht nicht. Das ist nicht perfekt. Damit darfst du dich nicht zufrieden geben. Es ist Fard. Es ist Fard zu wissen für jeden Muslim. Likulli Muslim. Fardun. Talab al-Ilm. Fardun likulli Muslim. Du musst Wissen erreichen. Und der Erzengel hat es euch erklärt. Es ist Iman und Ihsan. Wenn du einen Lehrer hast, der Muslim, lernst das Alphabet und die Gebete, ist okay. Dann brauchst du einen Lehrer für Iman. Aber Iman kannst du nicht messen. Außen, mit dem Zollstock. Beten kannst du messen, das kann ich sehen. Ja, der betet einmal, zweimal, der betet dreimal, vier Raka, ach, kann ich alles messen. Aber Iman kannst du nicht messen. Iman ist schon eine Sache zwischen dir und deinem Herrn. Und ich sage erst recht, ob du Allah siehst oder er sieht dich. Da geht es um Bewusstsein, um Aufgewacht, um Aufgewecktheit, um einem offenen Herzen. Um Liebe geht es da. Weil wenn du nicht liebst, dann lebst du nicht. Und wenn du nicht liebst, hast du kein Bewusstsein. Bewusstsein ist über Liebe, über die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Nicht mit Wissensanhäufung. Nein. Mit Entwicklung von Liebe, von Hingabe. Nur die Liebe macht dich mutig, dich hinzugeben. Das Vertrauen und die Liebe und die Schönheit, die macht dich, treibt dich in die Lage, versetzt dich in die Lage, dich hinzugeben. Nicht irgendwas anderes. Yes, you have to love. It's about love. You have to love the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, because he is created from love. And we are created for his love. Otherwise we wouldn't have been created. No? If it was not for you, Laulaka, I wouldn't create this creation, he said, Allah Almighty. I wouldn't create it. I created it because of you. For what? For love. For what? I wanted to be known that it was a hidden treasure. Want to be known. For what? For love. Each time you know me, you love me more. Yes. Each time you discover a new horizon from his mercy oceans, your love is increasing. So love my beloved one, he says. Oh, creation, I created you for my beloved one. I created you for my beloved one. You must love him. Through that love, you will be. Through his love, you will be. Otherwise, you are not. Yes. May Allah open our hearts for that. You have to listen to the little story which every Muslim knows. When Jibreel came and was teaching Rasulullah the religion in front of Sahabas. Not for Prophet Muhammad, because he was answering, he knew. But for the companions, he was teaching. He was asking the Prophet three questions. What is Islam? What is Iman? What is Ihsan? And the Prophet was answering. Ihsan and Iman, that is between you and your Lord. You cannot see it from outside. Islam, you can see. The rules, you can see. How many prayers? If you go to Hajj, I can say he went to Hajj or not. It's outwardly. Yeah, to make the rules. Outwardly, it's okay, you need a teacher. Then you need a teacher for Iman and you need a teacher for Ihsan. You have a teacher for Ihsan? You must have. It's a fard. Oh, every Muslim, I will say, it's fard on you. You have to find a teacher for Ihsan. What happened? This is one. Bismillah. You have to find a teacher for Ihsan, for Iman. For Islam is easy. Then for Iman, you must find a teacher. For Ihsan, you have to have a teacher. It's a fard. It's not, I can do it. Oh, no, I don't.
No, this one we leave out. And if you find a teacher for Ihsan is your consciousness. What does it mean to see Allah? And if you don't see Him, that you know that He sees you. It's a question of consciousness, of an open heart, of love, through love. You have an open consciousness. You know that He is there, here, all the time. La ilaha illallah, you say so many sentences, but you are not, we have to be these sentences. You must be that, you must be in that, that you have to, that teacher you have to find. If you have a teacher for Ihsan, you have the first one included, the first two ones. Because the one with the Ihsan, he knows also Islam and Iman, must. Otherwise he cannot reach Ihsan. Yes. You have to look for such a teacher. It's a fard, it's a must. You cannot say, I like it. All these universities and these people, and I told them also, some of them, you have to take teachers from Ihsan in your discussions, in your conferences, in your teachings, when you are making teachings for people. You must. It's a fard. It's not you can or I cannot and if I like. No, you are wrong. You forgot everything. 99% of Muslims, they forgot it through Shaitan. Shaitan was using their minds as toilet. Yes. Wahhabit. People using as a toilet for the human brain of human being. And Atatürk? Bitum Kemal. I mean, this one also, he was forbidding. The first thing the Turkish, after the Ottoman Empire, he was forbidding was the Tariqa, the Murshids, the saints. He forbidding the saints, this idiot, Shaitan. Sorry. This is Shaitan for me. He's the agent of Shaitan. If he's forbidding the saint, means he's a Shaitan. Not the good one. Oh, father of Turks. Sorry. I'm sorry, if you like it or not. He was forbidding the Tariqa. The first thing he did, he was clothing the dergahs, forbidding the zikr. Up to date, it's in the books in Turkey. Not allowed zikr, not allowed Tariqa. Mevlevi, he was, that time he was forbidding, he was clothing all the things. He tried, because he knew this Shaitan, that from there comes the real power. From the Tariqa, from the dergah. There comes a real power, there comes love, there's love, you can find love there. The mosques, he left open, no problem. He had, even he could say, I'm a Muslim. Auzubillah. Then his next step was to take away the alphabet, Arabic alphabet from them. So that from one night, the next one, they were analphabets. This is, if this is not Shaitan, then I don't know what is Shaitan. I'm sorry. And the other big Shaitan coming from Arab country, from Saudi Arabia, the Wahhabites, Salafis, these idiots, killing so many sheikhs, killing awliya, killing Ahl Bayt, destroying Ahl Bayt, the graves, everything, destroying, trying to, up to today, until today, they try to kill the love for the Prophet. Yes, don't make salawat, it's haram, bid'ah. I do the same as Bida is though. Allah. You will see what is Bida. They damage all of cover of Sahaba and Nabi. They destroyed all cover of Sahaba Rasulullah. Yes. Ashab al-Kiram, they are proving the opposite from these shaitans. Everything is so clear, Alhamdulillah, everything is so clear. But you must accept. You have to accept that you are contaminated by these shaitanic ideas. I'm sorry. If we don't feel the need to have a murshid, to have a master, we are contaminated by these shaitanic ideas.
Wenn wir das nicht einsehen, dass wir einen Moschee brauchen, und die Muslime sehen es nicht ein, wenn du zu denen was sagst, die gucken dich an wie ein Pfingstochse. Wie ein geschmückter Pfingstochse. Tarikat, was ist das denn? Meister? Nee. Wieder? Ja. Warum seid ihr in so einem schlechten Zustand, wo ihr Muslime? Warum? Was glaubt ihr? Der Prophet hat es gesagt. Hat alles gesagt. Er hat auch gesagt, dass die ganzen Muslime sich nach dem Westen richten werden. Er hat es alles gesagt. Er hat gesagt, sie werden genau das tun, und zwar ganz genau, was die Christen und Juden tun. Ganz genau werden sie das tun. Und das ist so. Mashallah. Hak. Saraka Rasulullah. Sie werden genau das tun, was die Christen Muslime, was die Christen und Juden machen. Genau das. Prophet Muhammad was saying that Muslims, they will at one time, they will do exactly, they will do go after the West. He didn't say after the West, he said they will do exactly what the Christians and the Jewish are doing. Exactly. Exactly, he said. I don't know the words. We can look it up. Exactly means really exactly. And that is what you see. They are never so happy, the Muslims, as if they can live in the West and be a professor and a doctor and the West and to be the modern one and to have the facility of civilization. Very happy. Republic, hip hip hurrah! Sultanate, no, we don't need Sultanate. Hip hip hurrah! We need democracy, republic, parliament. Voting. Allah is voting. He's asking you for your vote. He asked anyone to, before he put Rasulullah as the first and the last. He asked someone. Whom he asked? His partner? Astaghfirullah. He's a chosen one. Chosen by who? By Allah. There's only one who chose. Allah, He is choosing. You are not a chooser. You are a loser if you are a chooser. MashaAllah. Nee, keine Demokratie bei Allah. Du wirst nicht gewählt. Wird nicht gewählt. Die Christen fragen mich, ja, wie ist denn euer Meister? Wer bestimmt den denn? Er sagt, er wird nicht gewählt. Es gibt keine Wahl bei Allah. Allah wählt aus. Er selbst wählt aus. Wird nicht abgestimmt. Mit wem soll er abstimmen? Hat er irgendeinen gefragt, bevor er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habib als ersten und letzten erschaffte sozusagen? Hat er da irgendjemand gefragt vorher? Sich beraten? Gefragt? Abgestimmt? Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gibt keine Wahl. Und Sultan ist, die Muslime müssen nach dem Sultan fragen. Wieso fragt er nicht nach dem Sultan? Wir wollen es besser machen. Hier ein bisschen basteln, da ein bisschen basteln. Natürlich ohne Meister, ohne einen Heiligen, der wirklich was zu sagen hat. Ohne einen weisen Mann. Brauchen wir nicht. Wir haben ja unseren Doktor. Wir haben ja, und ich habe ja mein Zeugnis. Ich habe ja von der Doktorarbeit, ich habe ja meine Doktorarbeit abgeschrieben. Deswegen brauche ich jetzt keinen Heiligen, der jetzt mal wirklich sagt. Du brauchst einen Heiligen. Weil du bist ein heiliger Strohsack. Und du willst das Stroh, das muss aus dir rausgekloppt werden, damit die Heiligkeit übrig bleibt. Wie soll es sonst gehen? Wir sind hier, um einen guten Charakter an den Tag zu legen. Wenn der gute Charakter nicht kommt, werdet ihr euch auffressen. Ihr fresst euch jetzt schon auf, ihr werdet euch noch mehr auffressen. Das ist alles. Das ist ganz simpel. Entweder ihr kümmert euch um guten Charakter oder ihr fresst euch auf.
Im Moment ist Auffressen hauptsächlich angesagt auf der Welt. Hat alles der Prophet gesagt, in Einzelheiten. Muss nicht denken, dass er irgendwas ausgelassen hat. Kein Flügelschlag. Zwei Sachen müsst ihr machen, o Muslime, sagen wir jetzt mal. Ihr braucht den Sultan. Und zwar zwei Sultane. Einen außen und einen innen. Es gibt einen Sultan al-Awliya und Sultan al-Arifin. In der spirituellen Welt oder als Haq, Maqam al-Haq. Die Erben des Propheten sind, sallallahu alaihi wasallam, die der Prophet eingewiesen hat und die Geheimnisse übertragen hat auf die, die bis in die heutige Zeit reinleben. So ein Sultan, wo sein Nafs sind seine Sklaven und nicht umgekehrt. Ja, die Sklaven sind unsere Sultane, unser Ego, unser Geschlechtstrieb und unser Zornestrieb, das sind unsere Sultane, weil von denen werden wir geleitet. Ist doch fantastisch, wa? Von denen werden wir geleitet. Das sind unsere Herrscher. Finde jemanden, der die unterdrückt hat, wo sie ihm dienen. Finde jemanden mal, such mal. Dann hast du den Zadik gefunden. Den musst du wollen, o Muslim. Und außen auch. Außen wird nichts. Außen wird nichts, außer der Sultan kommt. Das hat Allah so gewollt. Und Prophet Salomon hat es gemacht und hat es gesagt. Meine Zeit ist die beste, dann kommt die Zeit der Kalifen, dann die der Könige, Sultane, Prinzen und dann die Tyrannen. Und dann kommt Mehdi alaihi salam. Auf den warten wir jetzt, inshallah. Und dann kommen die Könige wieder, inshallah. Ja. Ein weiser Mann ist das Beste, was dir passieren kann als Volk. Ein weiser Herrscher. A wise man is the best for people to govern. To be governed by a wise man is the best. If you want to be guided and ruled by a shaitan or by ignorance, I don't know if this is good. I think the best is if you are ruled by wisdom, by beauty, by wisdom, by justice, by these things, not by ignorance. If you are ruled by ignorance, it happens what now happens, that the people, they're eating each other. They're eating each other, killing each other, fighting each other, for nothing, just for their egos. For the ignorance, nothing else. And you have to ask two things. You have to ask for the Sultan, it is a fard. It's not also, I can do and not. No, this is also a fard. You have to ask for a Sultan to be there, to have the flag of the Prophet in his hand. You must ask. Ask this. You have to ask. By sincerity, you have to ask. And for yourself, also you have to ask inwardly a Sultan. A sheikh, a murshid, you can follow him, he shows you in which state you are and how you can step forward to be clean, to be purified, to get the pure character. Because without pure character, there is no peace on this earth. There is only fighting and killing and cheating and lying and suffering, nothing else. You have to find someone who makes your character good. Because if you are envious, if you are greedy, if you are proud, from where the peace is coming? Peace is coming from a pure heart, from a peaceful heart, from a heart which has salam. Then there may be peace, otherwise, no. May Allah make the Ummah al-Muhammadi better, inshallah. And may they remember that they need holy ones.
to include into their lives. You have to include in your life. And you must start yourself individually. You will never be succeed to convince other people. You are responsible for yourself. Find a murshid, find a holy one, find a good one who is guiding you, who is teaching akhlaq. It's about akhlaq, not about anything else. To find a good character, to have a good character, to be peaceful and good one in a real sense. Möge Allah uns schützen, inshallah, und die Muslime verbessern, den Zustand der Muslime verbessern, also der Mu'mine aller Menschen. Und anfangen muss das Individuum, der einzelne Mensch, muss den Murshid suchen, den Heiligen, weil er muss entdecken, die Notwendigkeit, sein Herz zu reinigen, einen guten Charakter zu bekommen. Ohne guten Charakter geht nichts, von Anfang bis Ende. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und euch schützen, euch Baraka geben, inshallah. Ja. Haltet die Hand des Scheichs, verstärkt eure Liebe zu ihm. Es geht über die Liebe. Macht Rabita. Steht im Koran übrigens auch. Rabitu ist auch eine Pflicht, auch ein Befehl. Rabitu. Verbindet euch. Ja, mit was denn? Ja, mit Allah. Connect with Allah. It's an order. Rabitu. And with Allah you cannot directly connect. You connect with the connector. Rasulullah is the connector. He is the connector of the whole creation, actually, as we said before. Through him there is a creation. He is a connecting one between God and the creation. Because the creation was created for him. Yes. He is the connector. You have to use the connector, you have to go to the connector. And you can also not with Rasulullah directly, but there is a Sheikh. He may connect you with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Direkt mit Allah geht nicht. Ihr müsst mit dem euch verbinden, der die Verbindung ist zwischen der Schöpfung und Gott, Schöpfung und dem Schöpfer. Schöpfung und Schöpfer, Verbindung ist Rasulullah, haben wir vorher gesagt. Er hat es, alles ist für ihn, wegen ihm erschaffen worden. So ist er die Verbindung. Und mit ihm direkt zu verbinden geht auch nicht. Ja, da gibt es auch noch jemand, das ist der Scheich, der reinigt dich, inshallah, bis du soweit bist. Und der führt dich zum Propheten, inshallah. Und vom Propheten geht zu Allah Almighty. Inshallah. Wa min Allah Tawfiq bi Hurmat al-Fatiha. Amin. Inshallah. Gib Saraka. Bismillah. Saraka. Um den Platz zu erhalten hier, inshallah. Helft mit, inshallah. Es reinigt. Saraka geben reinigt. Saraka gibt, Saraka, and it will be cleaning you. It's a cleaning and a help. A help for the Ummah.